Herzlich willkommen bei Eschas Tarot, bei den Wochenimpulsen. Wir sind beim Sternzeichen Wassermann und in Kalenderwoche 34, die beginnt am 22. und endet am 28. August. Oh Gott, da konnte ich jetzt gerade nicht, ich habe mir mal so einen Merkzettel hier hingelegt, aber den konnte ich gerade nicht lesen wegen der Reflexion. So. Der Herrscher für den Wassermann. Jetzt ziehe ich noch eine kleine Karte dazu. Also das hier könnte was im Beruf sein, würde auf jeden Fall extrem gut passen in Sachen Beruf. Da sind jetzt tatsächlich, also hier für diese Woche sehe ich Chancen. Irgendwas, so gerade wenn ihr in einem Beruf seid, wo es um Projekte geht, da würde ich tatsächlich jetzt in dieser Woche hier schreien. Unbedingt dieses Projekt angehen, weil das wird euch gut von der Hand gelingen oder gut von der Hand gehen. Ihr habt diese Woche, ihr seid in so einer Kraft drin. In einer Kraft, in der ihr auch wirklich was bewegen könnt, beziehungsweise Sachen anfangen, die wirklich groß sind und viel Zeit und Potenzial benötigen. Und das klappt in dieser Woche sehr, sehr gut. Ihr habt quasi diese Stärke dieses Herrschers, der wirklich auch Sachen angehen kann, der wirklich sein Reich beherrscht. Und so werdet ihr auch Sachen beherrschen können. Und gerade hier mit dem Pagen der Münze, da geht es tatsächlich auch so um Sachen wie zum Beispiel einen Samen in fruchtbare Erde stecken. Und das tatsächlich ist das eine sehr, sehr gute Kombination in Sachen Arbeit. Das bedeutet also, gerade wenn ihr auf der Arbeit irgendwas liegen habt und ihr wisst noch nicht so richtig, ob ihr das angehen sollt, ob das nicht eure Kompetenzen überschreitet. Nein, ihr könnt das. In dieser Woche ist das extrem gut. Und gerade solche Sachen anzufangen, ist in dieser Woche fantastisch. Ja, das ist es tatsächlich. Und auch der Page, also Münzen sind so gerade in finanziellen Dingen, wenn ihr da irgendwas anfangt, dann wird das euch gelingen. Ist aber auch gleichzeitig, ich sag mal, Münzen sind so was sehr Erdverbundenes. Also das bedeutet Fundament setzen, Dinge beginnen, die ein gutes Fundament brauchen, aber das dann auch schaffen. Fruchtbarer Boden. Ich vergleiche das immer mit so einem Samen, der irgendwann zu einem Baum werden soll. Und dann muss man die Zeit abpassen, wann ist der Boden fruchtbar, um diesen Samen einzupflanzen. Und diese Woche wäre soweit. Ja, tatsächlich, lieber Wassermann, egal was du da annimmst, ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.